Die E3 wurde abgesagt. Schon wieder. Irgendwo auch verständlich. Nach und nach haben schließlich immer mehr Hersteller und Publisher abgesagt, sodass die E3 in diesem Jahr ehrlicherweise gar keine Daseinsberechtigung mehr hatte. Die Sache ist nur, so viel ändert sich dadurch ehrlicherweise nicht. Also ja, ich find's schade, dass wir jetzt keine großen Streams haben mit dem Label E3, aber wir haben trotzdem Streams. Dazu gleich noch mehr. Also sorry to say, aber die E3 hat in den letzten Jahren doch sowieso entweder gar nicht oder nur digital stattgefunden und die meisten Firmen haben eh ihre eigenen Events gemacht. Looking at you, Sony, Nintendo, Microsoft, Ubisoft und wen hätten wir denn da noch? Na egal. Anyway, ist das jetzt ein, in Anführungszeichen, neuer Trend? Jeder macht sein Ding? Finde ich persönlich schade, aber irgendwie scheint es so. Nur, wie ist es dazu eigentlich gekommen? Und ich weiß, was ihr jetzt denkt, Corona. Aber wirklich? Also liegt es wirklich daran? Dazu kann ich nur sagen, nein, definitiv nicht. Die E3 war nämlich schon vor Corona am Abnippeln und die Pandemie war quasi nur der letzte Sargnagel. Aber warum eigentlich? Was ist mit der beliebten und bis vor einigen Jahren noch wichtigsten Spielemesse eigentlich passiert? Nun, dafür müssen wir einmal ganz vorne anfangen. Und nur für den Fall, dass ihr unter einem Stein leben solltet oder vielleicht ja sogar komplett neu in der Gaming-Branche unterwegs seid, meine kleine Zusammenfassung. E3 ist die Kurzform für die Electronic Entertainment Expo, also eine Messe, die seit fast 30 Jahren im Juni in Los Angeles stattfand. Sie gab Konsolenherstellern, Publishern und Entwicklern eine Bühne, um neue Spiele, Hardware und Co. vorzustellen. Sie war auch eine der einflussreichsten Messen in dem Bereich, hat aber in den letzten Jahren, wie bereits erwähnt, an Bedeutung verloren. Viele der Shows auf der E3 waren einfach phänomenal, gehören zur Videospielgeschichte oder geben mir selbst heute noch beim Nachdenken Gänsehaut. Ich meine, die Jüngeren von euch erinnern sich vielleicht noch, wie Sony mit der PlayStation 4 die Xbox One komplett mit einer Pressekonferenz wirklich ins Nirvana geballert hat. Oder ganz alte Leute erinnern sich noch an die cringing Nintendo Wii-Veranstaltungen da auf der Bühne oder an den großen Zelda-Fail von Miyamoto oder an den großen Zelda-Hype und Win von Miyamoto. Ja, je nachdem, wie alt ihr seid, erinnert ihr euch an diesen oder jenen Moment. Aber Safe Call, irgendeinen legendären E3-Moment habt ihr sicherlich im Kopf. Und sei es die weirde Konami-Präsentation. Und ihr seht schon, ich spreche in der Vergangenheit, denn um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass die E3 jemals wieder stattfinden wird. Zumindest nicht so, wie wir sie kennen und lieben gelernt haben. Und vielleicht auch nicht mal mehr unter diesem Namen. Sie fand übrigens 1995 zum ersten Mal statt und war mit ihren 40.000 Besuchern ein voller Erfolg. Bis dahin waren Computerspiele immer nur ein Teil der halbjährlichen stattfindenden Consumer Electronics Show, CES, gewesen, die sich eher auf Elektronikkram wie Fernseher, Kameras oder Computer an sich ausgerichtet hat. Spiele und deren Entwicklung waren eher zweitrangig und wurden im Winter teilweise in Zelten nach draußen ausgelagert. Oder befanden sich direkt über der Etage für Erwachsenenfilmchen, was nicht unbedingt gutes Marketing war, da die Zielgruppe oft ja auch einfach, naja, Kinder und Jugendliche waren. Oder sind. Die E3 wollte der Spielebranche eine eigene Plattform geben, um sich eben von anderen Unterhaltungsmedien abzugrenzen. Und das hat sie einige Jahre lang auch extrem erfolgreich getan. Mit den Konsolenkriegen zwischen Nintendo, Sony und Microsoft wurde sie zum Schauplatz von einigen legendären Präsentationen. Da gab es im Jahr 2000 Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Hier hat Konami mit zu der Zeit krass guten Grafiken überzeugen können. Das Spiel sah aus wie ein interaktiver Film für den damaligen Standard. On top gab es noch realistische Charaktere, Animationen und Umgebungen, die man so noch nie gesehen hat in einem Videospiel. Wie gesagt, damals, Jahr 2000. Ein Jahr danach folgte Halo Combat Evolved, das einen neuen Maßstab für Ego-Shooter setzte und auch noch einer der Starttitel für die erste Xbox war. Das war ebenfalls eine echte Live-Präsentation und hat damals einfach nur alle weggehypt. Auf der E3 2002 gab Sony den Preissturz der PlayStation 2 um 100 Euro bekannt, was dafür sorgte, dass da sowohl Microsoft als auch Nintendo mitziehen mussten. Außerdem steigerten sich die Verkaufszahlen der PS2 dadurch um 50%. Tja, Sony, fast forward 20 Jahre und die machen die PS5 teurer. Tja, so ist halt der aktuelle Gaming-Markt. Aber natürlich gab es auch nicht nur großartige Präsentationen, sondern auch einige Skandale, wie die berüchtigte, bereits angesprochene Konami-Präsentation von 2010. Dazu müssen wir vielleicht nochmal ein Video im Detail machen. Das ist wirklich, ach du heilige Schande. Das ist, egal. Und dann gab es ja auch noch die Wii Music-Präsentation 2008. Wirklich für viele da draußen bis heute ein Cringe-Highlight der allerersten Güteklasse. Das war nicht toll, was es da gab, das war schrecklich, aber es war auf seine eigene Art unglaublich unterhaltsam. Ich hab da jetzt noch Spaß dran, wenn ich nur dran denke. Ich meine,
Ach du Heilige. Wenn ich die ganzen guten Erinnerungen hier so durchgehe, habe ich in meinen Gedanken, irgendwie ist der Spirit der Präsentationen einfach weg. Die Begeisterung fehlt und das vermisse ich. Ja, Directs, State of Play, Forwards und wie auch immer der Rest so heißt, das ist alles ganz nett, hat auch einen schönen Eventcharakter, aber Live-Präsentationen ballern einfach mehr. Und viele Live-Präsentationen hintereinander, wo man vielleicht sogar gegenseitig auf die Konkurrenz reagiert, das ist einfach viel, viel geiler. Das Ganze ging aber auch natürlich nur so lang gut, wie auch die einzelnen Konsolenhersteller, Publisher und Co. mitmachten. 2006 kam bereits Kritik hoch, dass die E3 zu laut, zu teuer und zu chaotisch sei und nichts mehr wirklich mit Spieleentwicklungen zu tun habe, sondern nur noch reines Marketing sei. Welche Überraschung. Deshalb haben sie 2007 ihr Konzept überarbeitet. Sie haben die Veranstaltung stark verkleinert und nur noch für Fachbesucher geöffnet. Außerdem fand sie nicht mehr im Los Angeles Convention Center statt, sondern in verschiedenen Hotels in Santa Monica. Ein paar Monate später gab es da noch eine reine Besuchermesse, aber das war einfach nicht mehr dasselbe. Da sich das auch nicht wirklich rentiert hat, ist man 2009 wieder zurückgerudert und öffnete wieder für alle Menschen in der klassischen E3-Manier. Damit gewann sie erstmal wieder an Bedeutung und Popularität, die sie aber auch schnell wieder verloren hat. Seit 2013 hat Nintendo keine Pressekonferenz mehr gegeben, sondern nur noch ihre zuvor aufgezeichneten Livestreams, also die Directs, gezeigt. Das war dann auch irgendwie so der Anfang vom Ende. Ja, die nachfolgenden Jahre waren noch ziemlich erfolgreich. 2015 kamen einige große Entwickler wie Bethesda und Square Enix dazu. 2018 erreichte die Messe beinahe einen neuen Zuschauerrekord mit fast 70.000. So viel konnte sie zuletzt 2005 erreichen. Aber immer mehr der großen Aussteller haben ihre Stände aufgegeben und eigene Events veranstaltet. 2016 hat Electronic Arts mit der EA Play angefangen, die einige Tage vor der E3 stattfand. Activision hat im selben Jahr abgesagt. Seit 2019 ist Sony nicht mehr auf der Messe vertreten und hält stattdessen eigene State of Plays ab. Gleiches gilt für Bethesda und Square Enix. Durch Corona fand 2020 und 2022 keine offizielle E3-Veranstaltung statt, weder als richtige Messe noch als digitales Event. 2021 versuchte man zwar ein digitales Event, aber auch hier haben etliche Aussteller abgesagt. Und das, obwohl sie nur digital stattfinden sollte. Darunter waren übrigens auch Microsoft, Ubisoft, Sega und Tencent. Und für dieses Jahr hatte die E3 tatsächlich ein großes Comeback geplant. Sie haben sich mit dem Veranstalter ReedPop zusammengetan, der viele weitere erfolgreiche Messen organisiert, wie zum Beispiel die PAX, die Star Wars Celebration oder die New York Comic Con. Trotzdem haben nach und nach immer mehr der Aussteller abgesagt. Zuerst Nintendo, Sony und Microsoft, die wie mittlerweile jedes Jahr ihr eigenes Ding machen. Dann auch noch Ubisoft, Sega und Tencent und so zog sich die Schlinge der E3 immer weiter zu. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich finde das unglaublich schade. Ja, es gibt Alternativen, oder ehrlicherweise gibt es gerade nur noch eine Alternative, nämlich die Tokyo Game Show und die finde ich auch großartig. Sie hat aber grundsätzlich einen anderen Flair und diese großen legendären Präsentationen bzw. Livestreams braucht man von der Messe grundsätzlich nicht erwarten. Und dann gibt es da ja noch die Gamescom, eine Messe, von der ich nicht wirklich weiß, ob sie gerade überhaupt noch lebt, ob sie dieses Jahr wirklich stattfindet. Ich weiß, sie ist angekündigt, aber tja. Aber selbst wenn die Gamescom in diesem alten Pre-Corona-Vibe wieder erscheinen sollte, beziehungsweise wieder abgefeiert werden sollte, es ist trotzdem nicht die E3 mit diesen großen Überraschungsmomenten und Live-Präsentationen und Co. Das ist einfach dann eine Spielemesse. Die macht zwar irgendwie Spaß, aber ist irgendwie dann doch was anderes als eine richtige Leitmesse mit großen Neuerungen und Co., wie eben die E3 es damals war. Und selbst diese klassischen Spielemessen haben ja ein großes Problem, die großen Publisher irgendwie zu bekommen. Und der Grund ist hier derselbe wie bei der E3. Das ist alles erstens schweineteuer. Das kostet wirklich viel Geld, einen Stand oder eine Show zu realisieren. Und das muss man dann auch noch in einen zeitlichen Rahmen packen, den man selbst nicht definiert hat, sondern der vorgegeben wurde. Hinzu kommt, dass man vielleicht für den Showfloor, also den eigentlichen Messefloor, Spielevisionen vorbereiten muss, also Demovisionen vorbereiten muss. Das kostet den Entwicklern richtig viel Zeit und auch schon wieder Geld. Diese Zeit kann man auch einfach weiterhin in die Entwicklung stecken oder halt dann eine Präsentation vorbereiten, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Außerdem kann man das Ganze mittlerweile auch richtig gut selbst machen und so den Fokus auf nur sich lenken. Es gibt ja immer noch Livestreams und Live-Shows, diese sind aber eher unabhängig von weiteren Veranstaltungen. Der Vorteil dabei ist, dass man halt seine eigene Zielgruppe für sich hat und keine Angst haben muss, dass hier irgendwie die Konkurrenz um die Ecke kommt und man irgendwie generell konkurrieren muss bezüglich der Live-Show. Außerdem kann man das Timing selbst definieren und kann so auch quasi die Entwicklung von vornherein darauf auslegen,
bzw. die Zeitpläne der Entwicklerteams. Dadurch, dass man auch nicht direkt mit anderen Herstellern konkurrieren muss, braucht man auch nicht immer das mega fetteste Budget ausgeben, die fettesten Überraschungen haben und so weiter und so fort. Darunter leidet aber meines Erachtens nach der große Impact der Ankündigungen, weil es einfach nicht mehr dieses, ich sag's mal, Hype-Gaming-Festival ist, was halt eben die E3 damals war. Es ist einfach eine nette Live-Veranstaltung vom Publisher XY, die ballert ein bisschen mehr oder weniger und dann war's das. Man muss allerdings auch ehrlich sein, dass so ein Keanu Reeves bei der Xbox-Bühne raufkommt und dann über Cyberpunk was erzählt, während die Leute komplett abdrehen, das ist ein cooler Moment und gibt dem Spiel auch eine wirklich große Bühne und richtig viel Hype in diesem Moment. Wie viel davon aber noch knapp ein Jahr später vorhanden ist, das sei dann so dahingestellt. Die E3 konnte immer eine große Bühne sein, um Spiele zu pushen. Ob sie wirklich dafür verantwortlich war, dass irgendwie ein Spiel wirklich erfolgreich wurde, tja, das kann man so ein wenig hinterfragen. Zumal wir ja auch ehrlich sein müssen, die Hersteller werden ja nicht einfach aus Spaß solche Messen absagen. Die haben das ganz genau für sich analysiert. Und so kann man einfach nur sagen, für uns Hardcore-Fans, für uns Branchenliebhaber, für die Leute, die einfach diesen Hype und diese Verzweiflung geliebt haben bei einer E3-Live-Show bzw. generell bei Live-Shows, für uns ist das einfach schade. Und ich vermisse das auch einfach. Aber für den Gaming-Markt als solches ist es halt einfach vielleicht egal. Und das ist ehrlicherweise, das finde ich am schlimmsten. Also für mich persönlich.